Folge Nummer 15 von Avorion. Ja, wir haben eine neue Nachricht da oben. Da müssen wir doch erstmal gucken gehen, was da so steht. Piraten terrorisieren Händler. Hallo Händler hier in der Gegend. Mission aktualisiert der Piratenkönig. In der Gegend haben wir von diesem Piratenboss erzählt, der die Region terrorisiert. Anscheinend hat er geheime Technologien dabei. Du solltest dich... Vielleicht kannst du ihn finden. Während du das machst, finde ich heraus, wofür man seine Technologien verwenden könnte. Gruß Kidoilam. Okay. Ja, sollten wir uns umhören. Aber wir waren jetzt hier erstmal unterwegs und wollten was machen? Wir wollten erstmal Titan auf der einen Seite finden, das da auch schon sehr schön leuchtet. Allerdings war es doch so, dass wir gar kein Dingens haben, ne? Oder? Haben wir was zum Abbauen? Geschütztürme und wir haben hier doch keinen Abbauer, oder? Eisenbergbau, Geschützturm. Doch, einen haben wir. Okay, das... Achso, den können wir dann da mal einbauen, ne? Dann macht das wieder zu. Und dann bauen wir den da irgendwo hin erstmal, oder? So, geht. Und jetzt fehlen uns natürlich die Leute, ne? Nicht genügend Leute für die Bergbautürme. P. Leute. Hier fehlt's. Aber wir haben noch Besatzungsmitglieder, also sollte das funktionieren. So, das haben wir. Jetzt ist allerdings unser Schiff weg. Da ist es. Und dann ist auch der Asteroid jetzt aufzusuchen mit dem Titan. Da. Ist auf jeden Fall was. Oh, ja, der ist. Definitiv ist das Titan. Okay, und dann ist ja auch noch ein dicker Backmann hier, den wir hier irgendwie noch kriegen müssen, ne? Achso, wir müssen nochmal die Dingens einstellen hier. Den legen wir auf 2, ne? Dann Escape, dann 1 aus und 2 bleibt an. So läuft's, ne? Dann kommen wir ans Titan. Und dann können wir unser Schiff reparieren. Naja, der ist jetzt nicht so der Bringer, ne? Aber besser wie gar nichts, ne? Gerade haben wir da ein bisschen was von abgebaut. Oder baut gerade ein anderer da ab. Könnte natürlich auch sein, ne? Okay, machen wir erstmal weiter. Da oben rechts ist noch einer. Also Vorkommen ist hier erstmal genug, ne? Ja, ist jetzt nicht so prickelnd, aber... Was willst du gerade machen, ne? Ja, ich baue den hier ab und den da oben rechts auch. Und da oben in der Mitte ist auch noch einer. Also hier gibt es gerade ziemlich viel Titan. Ich guck mal zu, dass wir da ein bisschen was kriegen. Und ja, dann... Cutte ich da ein Stück raus und dann sehen wir weiter, ne? Also wie ihr seht, bin ich zwischenzeitlich mal ausgestiegen in die Drohne rein und habe mit der Drohne ein bisschen weitergearbeitet, weil die dann doch effektiver ist wie der. Er hat aber dann auch den Befehl gekriegt, weiter abzubauen, hat sich natürlich dann nicht die schicken Asteroiden rausgenommen, sondern hat einfach diese genommen, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Wir sind aber auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung, sag ich mal, und haben jetzt genug Material, denke ich, ausgebuddelt, um dann, sag schon, das zu reparieren. Und jetzt werden wir dann auch da einsteigen und damit ist der Spaß gegessen. So, dann gehen wir rein ins Baumenü und dann sollten wir eigentlich hier reparieren können, ne? So, jetzt ist wieder alles fit. Wir haben sogar noch 2,8 über, also kann auch noch ein bisschen was ausbauen, wenn. Ja, was der nicht kann, das ist Bremsen, ne? Das ist mir aufgefallen, ne? Das war vorhin schon so.
Nee, warte mal, da sind wir schon richtig. Und wo ist der Stein? Haben wir den nicht hier drin? Trägheitsdämpfer, da ist er. Aber das mit der Bremse, das funktioniert ziemlich schlecht bei dem, ne? Machen wir hier noch eine Spiegelachse an und dann können wir mal Trägheitsdämpfer hier einbauen noch. Machen wir mal so, Steuerung C, Steuerung V. Und dann allerdings auf den Trägheitsdämpfer umgeschaltet. Und dann machen wir den aber ein bisschen dünner. Oder da machen wir ein bisschen so. Und den machen wir da und da mal hinter. So. Und jetzt können wir mal schauen, wie träge das Ding dann jetzt reagiert. Ja. Er hält auf jeden Fall schon mal an, ne? So, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist gucken, dass wir den Dicken finden. Ist er da schon? Asteroid, der so aussieht, als ob er es ist. Ah, guck mal, dann können wir den noch auch dann bekommen. So, ein bisschen näher dann. So, da ist er. Agieren. Einnehmen. Und da sind schon so ein paar nette Leute gekommen. Ne, die Freibeuter wollen wir da nicht. Dann mache ich das lieber mit denen. Aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass wir jetzt hier mal besser von dannen fliegen, weil ich glaube nicht, dass wir da gerade. Och, sind noch mehr gekommen oder wie sehe ich das? Ja. Wir können ja, ne? So ist ja nicht. Warte mal. Nee, das war falsch. P wollte ich reingucken. Ach, der Laser ist zwar eingebaut worden, aber der war von der Drohne, oder wie sehe ich das? Naja, dann wollen wir mal gucken, dass wir den da unterstützend. Was steht denn da oben jetzt? Wir brauchen mehr Energie als es. Ein System Flughilfe verbraucht alle Energie. Na super. Generator Upgrade. Komm, wir machen mal den gerade raus. Und das, die Flughilfe braucht immer noch. Wie verstehe ich jetzt nicht. Ich bin irgendwie so gut wie manövrierunfähig, oder wie sehe ich das? Dann schnell den Baumodus rein und wir haben ja zum Glück noch ein bisschen Dingens da. Sag schon, Titangenerator und dann noch schnell einen da angebaut, oder? Zack. C, V, aber dann noch mal den. Ach, die sind doch größer als ich dachte, ne? Dann kommen die noch hier hin. Fertig. Und Baumodus raus. Und jetzt sind die Meldungen weg. So, jetzt können wir mal schneller dahin. Und den da unterstützen, weil der muss ja jetzt hier nicht. Das ist doch ein Bergbauschiff oder so, ne? Ja, Treffen ist Pflicht, oder wie war das?
Ich weiß auch nicht, ich muss daneben zielen, damit ich treffe, ne? Dann heizen die sich auch noch auf, so ein Shit. Okay, den haben wir. Der nächste ist dran. Ne? Okay, den treffen wir diesmal besser. Nur aufpassen, dass wir nicht kaputt gehen da dran, ne? Aber sieht momentan gut aus. Der da oben ist gleich schon hin. Da ist er weg. Und dann ist der nächste schon dran. Er hat sich entschieden, mich anzugreifen jetzt. Okay, da geht einiges Schrott. Da ist ein wichtiges Teil gerade rausgegangen. Das ist voll doof, ne? Aber wir sitzen ganz gut da, oder? Haben eine positive Geschichte hier gerade. Ein paar Treffer haben wir natürlich, ne? So, jetzt sind wir aber besser am Zielen. So, jetzt ist dieses Teil, was wir nicht einsammeln können. Das ist ja voll doof, ne? Hier haben wir ein paar blaue. Dreifach Point Defense, Chaingun, Geschützturm. Eisenmetall, Schrott erhalten. Und der ist ein Bergbausystem. Okay, im Blau, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Da schwirrt noch was in Weiß rum. Haben wir das gekriegt oder nicht? So, da oben ist jetzt das hoffentlich nicht mehr gesperrte. Das ist bei uns rausgeflogen, das hätte ich gern wieder. Boah, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Das hat er bei uns rausgeschossen, ne? Ich weiß nicht, was es ist, keine Ahnung. Was fehlt uns denn? Das war bestimmt was richtig Gutes, ne? Das ist auf jeden Fall ein Modul. Ich habe keinen blassen Schimmer, was es war. Batterie-Upgrade, Standard-Handelssystem. Haben wir schon Besseres dran, aber ist egal, das können wir ja verkaufen. Scanner-Upgrade. Bergbausystem ist hier. Geschützkontrollsystem haben wir auch wohl gekriegt, oder? Es blinkt wieder alles, weil wir wahrscheinlich irgendwie so zerdeppert sind. Hoffentlich können wir das jetzt noch reparieren. Ja, können wir wohl. Okay. Jetzt ist das Teil bestimmt schon weg, oder? Ist es weg oder ist es nicht weg? Oh, das war jetzt ärgerlich, wenn das weg ist, ne? Ja, ich sehe es nirgendwo mehr. Ja, toll. Das ist was anderes noch, oder?
Standardhandelssystem, ne, das war jetzt nichts Besonderes. Da liegt jetzt noch der andere Schrott. Kann ich jetzt aber nichts mit anfangen. Kann ich noch ein paar Points hier einsammeln, aber ich habe keinen Abwracker dabei, deswegen bringen mir da alle nichts. Naja, das war jetzt nicht so das Dolle, ne? Aber das passiert halt im Kampf, dass man mal was verliert, ne? Ich glaube, wenn ich das so Schrott baue, dann kommt ja nichts da raus, oder wie war das? Dafür brauche ich ja einen Abwracker, dass es da was bringt, oder? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass da was Positives rauskommt, glaube ich. Oh doch. Ist doch was rausgekommen. Ein grünes Teil. Ist eine Kanone. Doppel-Mining-Geschützturm, okay. Und dann ziehen wir da auch noch gerade drauf. Vielleicht kriegen wir wenigstens die Geschütztürme da raus. Na dann. So viel Schrott hier. Da kommt nichts raus. Ja, wir sollten gucken, dass wir so ein Teil kriegen zum, ne? Zum Abwracken. Ja. Wenn man jetzt wenigstens sehen könnte, dass da sowas dran sitzt, ne? Wie ein Dingens doch schon ein. Okay, da ist einer 418, 129 findet keine Asteroiden mehr. Der nicht. Dann muss es der sein. Ja. Dann ist jetzt die Frage, wo der als nächstes hinfliegt. Dann lassen wir dahin fliegen und vielleicht gibt es da ja noch was zum Besorgen. Ja, kommt keine Nachricht, dann müssten da wenigstens noch ein paar Sachen sein, dann ist das ja auch okay. Gut, er hat wohl noch. Und hier hinten ist die Frage, ob er noch eine Route hat. Ne, er hat da nicht. Wir hätten da noch so einen Blips, ne? Dann kann der ja mal so ein bisschen dahin springen, oder? Wenigstens dahin. Schauen wir das noch. Na, schade, ein Feld daneben, ne? So, wir können aber mal gerade hier ein bisschen markieren. Hm.
Sektor markieren. Da auch. Den auch markieren. Da ist noch einer. Das war's erst, oder? Alle anderen haben wir schon. Dann würde ich jetzt gerade noch aufsteigen in die Drohne. Und dann können wir ihm ja noch sagen, fliegt er mal hin und her, oder? Flieg mal erstmal. Nee, warte mal. Ich glaube, das bringt uns nicht so weit. Da waren wir schon. So, das bedeutet dahin. Dann flieg mal dahin. Dann fliegt da auch hin. Dahin. Und dann fliege ich noch dahin. Dann haben wir die alle entdeckt. Da hat er was zu tun, ne? Gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare und auch das Video auf anderen Kanälen teilen. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.